So, da sind wir schon bei der 1, 2, 3, 4, 5 letzten Aufgabe, nämlich erziele Kopfschüsse im Verlauf eines Matches. Und das sind 3 Stück, also 3 Headshots in einer Runde. Dürfte eigentlich kein Problem sein, allerdings nur in Gruppenkeile. Weil wenn ihr das Solo probiert, wird es echt schwierig, würde ich behaupten. Wir gehen auch direkt mal rein. Dann, ihr seht es hier unten, Passive Code steht da. Ja, der ist echt. Also, wie gesagt, kurz erklärt, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Heißt, bei 320 Abonnenten werde ich halt die sechste Zahl bekannt geben, bei 330 die siebte und so weiter und so weiter, bis ihr den Code halt geknackt habt. Nur die letzten 2 Zahlen werde ich halt nicht veröffentlichen, da sage ich mir einfach, bei 99 Möglichkeiten könnt ihr euch auch ein wenig anstrengen und den Code dann erraten. 2 Gewinner hatten wir bis jetzt, also ihr könnt gerne diejenigen fragen. Ihr seht es ja in den Kommentaren meistens, wer den Code dann geknackt hat, weil beide haben es zum Glück reingeschrieben. Weil, wenn ihr den geknackt habt, sage ich mal so, ab 4 letzten Zahlen gucke ich dann doch vor jedem Video mal rein, ob der Code geknackt wurde und sage auch, dass er noch nicht geknackt wurde, weil ich muss hier direkt einen neuen erstellen. Falls du wissen willst, wie das Ganze funktioniert mit dem Einlösen etc. oder herauszufinden, ob es der richtige Code ist, guck einfach unten in der Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch genau erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. So, jetzt müssen wir die zunehmen. Das ist die Depot. Ja. Aber das ist die Depot, werden ziemlich viele hingehen, deshalb gehe ich hier rüber. Erstmal ein bisschen Loot sammeln und dann noch direkt zu das Depot wieder zurück, weil so schnell wie möglich rein und Headshots verteilen. Und 3 Stück ist halt schon, muss man erstmal hinkriegen. Also man muss halt schon ein bisschen offensiver spielen. Klar, einige werden jetzt sagen, ach, was sind denn 3 Headshots? In Gruppenkeile mache ich 20. Aber ist es ja nicht jeder wie hier. So. Unten habe ich noch eine Shot drin schon gesehen. So, zack. Achso, ich habe noch einen laufen. Ja, die Kiste habe ich gehört. Ah, wunderbar. Zack. Klar, meisten eignen sich natürlich MPs dafür, weil ihr ziemlich schnell Schaden macht. Und wenn ihr dann natürlich auf Kopfhöhe seid, dann wird es natürlich richtig einschlagen. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das in die Runde auch wirklich hinkriege. Aber ich denke mal, es ist jedem klar, 3 Headshots in einer Runde. Heißt, dreimal orangener Schaden und schon hat man die Aufgabe geschafft. Ich glaube, ich versuche noch eine andere eher zu finden, weil die halt ziemlich langsam schießt. Die macht zwar mehr Schaden. Ja. Dann hole ich mir nämlich lieber die. Eigentlich wäre es sogar besser, wenn ich mir schwächere Waffen mit hole. Weil die einfach weniger Schaden machen. Aber egal. Kriegen wir trotzdem irgendwie hin. So. Dann machen wir uns hier direkt eine Rampe und ab in die Zone. Vielleicht finden wir auch direkt einen. Denke jetzt noch nicht. Wie gesagt, mit der Vorratslieferung ist ja klar. Habe ich ja schon hochgeladen. Was haben wir denn Goldenes? Ich erkenne es noch gar nicht. Ach, der Haken. Ihr glaubt gar nicht, wie nervig diese Lecks sind.
versuchen, nämlich direkt auf die gegnerische Seite zu kommen. Weil da logischerweise mehr Gegner sind. Na komm, lass. Ah, da geht's schon. Also, wo kamen wir? So. Kommen die wieder alle in Dings rum? Gotham City? Wenn man Gegner braucht, kommen keine. So, dann gucke ich noch gerade für einen Abonnent von mir, ob da wirklich jetzt kein Dings Batman Ding mehr ist. Keiner hier? Scheint nämlich so, ist alles nicht gelootet. Ja, wo sind die denn alle hin? Ja, hier ist keiner so. Fliegen wir gerade wieder zurück. Gegner, wo seid ihr? Hier kommt auch keiner. Ja, was ist denn los hier? Kann doch nicht sein. Ich glaube, da hinten ist gerade ein Baum gefallen. Na gut, die ersten von uns kommen jetzt reingeflogen. Dann müsste der Gegner eigentlich jetzt auch kommen. Ich meine. Da war schon der erste Headshot. Oh komm, da hätte ich auch hochfliegen können. Und wo schießt der? Ach da, der steht mitten auf der Wiese. Mann, ey. So aggressive Spieler. Ich will doch einfach nur meine Headshots machen, wenn ich. Ja, leckt da noch mehr. Ja, noch mehr. Wollt ihr mich verarschen? Und er hat einfach nicht geschossen. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt safe von hinten easy kill machen. Pustekuchen war. Ernsthaft. Es waren zwei hintereinander. Also wie ihr gesehen habt, easy zu machen. Ihr seht ja, wo ich jetzt erst dran bin. Wo kommt er hier hoch? Da war auch schon der vierte, wie ich gerade so am Rande gesehen habe. Also ganz einfach, geht rein, macht eure Headshots und dann würde ich sagen, raus aus der Runde. Aufgabe fertig.
groß EP sammeln müssen wir nicht mehr, weil ich denke mal Level 100, ach Level 100, Level 65 für den letzten Skin werden wir auch noch kriegen. Und ja, wenn ich euch damit helfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Ich freue mich, alle anderen freuen sich auch. Du kannst noch gleichzeitig was gewinnen. Was will man eigentlich mehr? So, dafür gibt es dann nochmal 1000 DP. Ich denke mal, das wirst du selbst auch schaffen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.